Liebe Kräuterfreunde, heute ist noch ein so wunderschöner goldener Herbsttag. Und wenn wir uns da in die Natur begeben, nachher wirken diese Farben, dieses Rot, dieses Gold, diese Brauntöne, diese Gelbtöne so heilsam für unsere Seele. Und bei so einem Spaziergang können wir noch allerhand Heckenbeeren entdecken. Ich denke an die Hagebutte, an die Bavaritze, an den Weißdorn und ich habe da heute den Schlehdorn entdeckt. Der Schlehdorn ist nicht so bekannt und deswegen möchte ich ihn heute näher vorstellen. Für mich hat dieser Schlehdorn ganz eine mystische, geheimnisvolle Ausstrahlung. Und früher habe ich sogar geglaubt, dass diese fast dunkelblauen, fast schwarzen Beeren giftig seien. Aber denen ist nicht so. Sie sind sehr heilträchtig und haben eine enorm aufbauende und stärkende Wirkung. Der Schlehdorn, der blüht im frühen Frühling schon ganz weiß und hitzt sich der Gegensatz im späten Herbst fast schwarz, dunkelblau-schwarz. Das Weiße steht für das Ausleitende, das Abführende und das Blau, dieses Dunkel, steht für das Aufbauende, Stärkende. Und hitzern ist der richtige Zeitpunkt, diese Beeren zu ernten. Weil diese Beeren, die brauchen einige Frosttage, dass sie überhaupt genießbar sein. Und wenn man so eine Beere kostet, nachher erinnert sie uns an eine Pflaume. Sie ist die Urpflaume. Sie hat einen so großen Kern drinnen und hat eine extrem zusammenziehende Wirkung im Mund. Das spürt man. Und eben diese Beere, der ist extrem aufbauend und extrem stärkend für unser Immunsystem. Sie hilft uns bei lang anhaltenden Krankheiten wieder zu Kräften zu kommen oder auch wenn man in sehr schwierigen, fordernden Lebenssituationen ist. Noch kräftigt uns diese Schlehenbeeren auch sehr. Aber wie kann ich diese Beeren jetzt verwenden? Ich pflück noch an diese Beeren. Einfach so vom Strauch. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil sie haben ganz spitze Dornen. Und ich kann, wie es eigentlich immer schon gesagt habe, eine Tinktur ansetzen. Einfach die Beeren ein bisschen anquetschen und den Alkohol drüber geben. Und dann kann ich das eben als Stärkungsmittel tropfenweise einnehmen. Ich kann ganz gut ein Schlehen-Oxymel machen, wie ich in meinem Oxymel-Video schon gezeigt habe. Auch die Beeren anquetschen und diesen Sauerhonig drüber geben. Ich kann auch ein Schlehenlikör machen oder eine Schlehenlik-Marmelade. Das ist zwar ein bisschen mühselig, aber auch eine wunderbare Möglichkeit. Aber die Rezepte stelle ich nachher auf meine Instagram-Seite. Und natürlich kann ich die Schlehen einfach so sammeln und nachher trocknen. Und wo sie trocknen sein, dann kann ich so täglich einfach drei Beeren essen und das stärkt noch mein Immunsystem. Diese Schlehenbeeren, die getrockneten, die helfen auch, wenn man so Zahnfleischentzündungen hat oder wenn man Zahnfleischbluten hat, weil es diese zusammenziehende Wirkung hat. Und sie helfen auch bei Durchfall. Wer sich gern den seelischen Aspekt der Schlehe einmal anschaut, die Schlehe, die verbindet uns oder lehrt uns, unsere Schattenseiten anzuschauen, zu erkennen und anzunehmen. Das ist eben dieses Schlehenthema. Liebe Kräuterfreunde, mich würde es freuen, wenn das bei euren Herbstspaziergang ganz aufmerksam durch die Natur wandert und wenn ihr diese Schlehe entdeckt, immer wieder von diesen wertvollen Früchten naschen würdet. Alles Liebe, eure Rosmarie.